Folge Nummer 3. Heute wieder nach der persönlichen Runde letztes Mal geht's heute mit dem Twitch-Chat weiter. Natürlich sind die beiden, die in der letzten Folge gespielt haben, nämlich Marvin und Malte, auch im Chat dabei. Sie dürfen natürlich immer frei entscheiden, ob sie mitspielen wollen oder nicht. Und mit diesen Worten würde ich sagen, beginnen wir Folge Nummer 3 von Staffel Nummer 5 bei unserer, ja, ich würde sagen, fast Millionaire Simulator, aber nein, das heißt immer noch, Wer wird Millionär Show? Los geht's! Sechs Kandidaten auf dem Chat, nämlich Glocken-M ist dabei. Dann haben wir dabei als nächstes den Millionaire-Man, genauso wie den Justin Becker. Dann haben wir den Ace Germany dabei. Genauso wie auch den Malte, der auch dabei ist. Und den Marvin. So. Und was heute in jedem Fall funktioniert, ist die Auslaufgabe mit der Streamverzögerung. Denn da haben wir jetzt mal Folgendes gemacht. Die Leute haben im Chat natürlich jetzt 8 Sekunden mehr für auch Zeit, um zu antworten, das Ganze. Dadurch, dass der Stream natürlich nicht immer 1:1 wie quasi eine Live-Show sonst gestreamt werden. So. Ihr wisst Bescheid im Chat, Freunde. Die Hausaufgabe wird gespielt mit 3x kleinem F. Dann gebt ihr ein Leerzeichen ein und dann in Großbuchstaben eure Reihenfolge, wie ihr denkt, dass es richtig ist. Deswegen, wir fangen mal an mit der ersten Frage. Die lautet wie folgt. Ordnen Sie diese Fußballclubs nach ihrer aktuellen Ligazugehörigkeit von der ersten Bundesliga abwärts. 1860 München, Karlsruher SC, 1899 Hoffenheim, Rot-Weiß Essen. 3 kleine Fs, Leerzeichen und dann die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Ich sehe schon, alle haben eingeloggt, die Zeit ist abgelaufen von 20 Sekunden, für den Stream noch 8 Sekunden plus. Und ist es um. So, jetzt sind alle Antworten drin. Auflösung. Absteigend. Wir fangen an mit 1899 Hoffenheim und dann kommt 1860 München, gefolgt von Karlsruher SC. Und dann haben wir Rot-Weiß Essen, da gibt die Reihenfolge C, A, B und D. Das hat... Haben hinbekommen der Justin, der Ace, der Malte und der Marvin. Am schnellsten war aber der Marvin in 3,02 Sekunden, 0,6 Sekunden vor Justin. Oh, Fußballfrage ging er, hätte nicht besser laufen können jetzt. Oh Gott, Marvin, 1000 Euro Frage. Denn Malte und Marvin sind natürlich auch, was ich nicht gesagt habe, eben. Also ich extra mal überraschen wollte, die sind Mitkommentatoren heute. Das heißt sogar, Marvin ist im Discord dabei und der hat quasi seine zweite Chance bekommen heute jetzt auch noch. So. Hallo. Oh Gott, ich habe trotzdem Angst. Die gleichen Regeln wieder, ich erkläre es nicht nochmal, du müsstest doch letztes Mal eigentlich noch wissen, hoffentlich. Ja, das ist noch nicht so lang her. Ansonsten für alle anderen nochmal, 15 Fragen, 500 Euro Sicherheitsstufe, 1 Million Euro und sich oben auch sicher. Und ihr dürft euch ab 500 Euro bei der nächsten Frage entscheiden, beziehungsweise für die nächste Frage entscheiden, ist die nächste Frage eure Sicherheitsstufe, ja oder nein? Das müsst ihr natürlich mir sagen. Und 4 Joker gibt es auch hier heute nochmal. 50-50, Telefon, Publikum und Ask the Host, der wahrscheinlich manchmal nützt, manchmal auch nicht. Wie gesagt, in dem Fall mich fragen. So, und ich sag schon mal vorab, diese Folge heute ist die letzte Folge mit diesen Regeln, denn ab nächster Woche Montag dann werden wir dann quasi das Format wieder ändern. Wir machen nämlich heute diese Staffel alle Varianten, die wir kennen, die es international gibt, einmal durch. So, Marvin, aber für dich erstmal mit den 20th Anniversary Regeln starten wir in Frage Nummer 1. Ja. Kann sein, dass es ein paar Sekunden dauert, bis ich antworte. Ja, stimmt ja. Ja, du musst sowieso über den Chat antworten. Mit den Dingsbums. Wer keine Kosten und Mühen scheut, der betreibt einen großen Hinterglas, Zwischendecke, Unterputz oder Aufwand.
Kannst du auch jetzt schon reinschreiben, wenn es da steht. Aber der Aufwand, das ist richtig. So viel in der Tasche. Geil. 100. Toi, toi, toi. Es wird immer schwieriger. Geräumige Autos bezeichnet man häufig auch als... Ach, die Frage kennen wir doch. Seniorenkarren, Familienkutschen, Liebespaar, Droschken oder Single-Gespanne. Und so, eigentlich könnte ich auch selbst einloggen. Du kannst also mit mir auch reden, wenn du willst. Kann ich das? Ja. Ja, auch bei euch einloggen, stimmt ja. Die Idee. Ja, aber das macht aber Spaß mit diesem Command. Dann nehmen wir Familiencoachen, stimmt natürlich auch. Huni in der Tasche. Zwei Huni gibt's hier für Huni. Worüber freuen sich viele Hamster? Haben wir Antwort A, Tretroller, Antwort B, Laufrad, Antwort C, Schaukelpferd oder Antwort D, das Bobbycar? So, ich muss es nochmal schreiben. Your message was not sent because it is identical to the previous video. Ja, die letzte Nachricht. Ich muss einfach irgendein anderes in den Chat kurz reinschreiben, deswegen. Das ist von Twitch, dieser Anti-Spam-Filter. Achso. Laufrad ja, B. Das ist wohl die richtige Antwort, die nochmal war. Also, der Buchstabe nochmal. Deswegen. Ja, ich muss noch für zwei Commands einführen. Das sind so zwei Schreibweisen. Jedenfalls, das war eine 300-Euro-Frage. Auf einen fähigen Menschen hält man dicke Scheiben, große Stücke, volle Gläser oder halbe Portionen? Das sind schöne Fragen, gell, Malte? Der AFK. Große Stücke, auch richtig. Schon wieder gut. Dafür kann ich nichts, das ist zufällig ausgewählt. Jetzt aber 500 Euro, hoffentlich wieder kein B. Mal sehen. Was ohne Schwierigkeiten klappt, geht wie's. Rätsel backen, Nudel kochen, Würstchen braten, Kartoffel schälen. Antwort A, Rätsel backen. 500 geschafft. Cool. Aber jetzt wird jetzt ab. Aber sowas von. Ja, wir wollen ja kein Déjà-vu vom letzten Mal haben. Ich halte Stufe auf 1000? Nein, danke. Gut. 2000. Ach. Was ersetzt bei der Aufbewahrung von Ketten, Armbändern und Co. vielerorts das herkömmliche Kästchen? A. Die Juwelenstaude, B. Der Schmuckbaum, C. Die Preziosenpflanze oder D. Der Klunkerstrauch. Wie eine gefährliche 1000-Euro-Frage, man erinnert sich an die letzte Folge. Ja. Unsicher? Ich hab so eine Art Déjà-vu gerade. Du bist dir wieder unsicher, oder? Darfst du es auch gerne erklären? Ist doch einfach! Ist es auch! Malte hat ja auch recht mit der Aussage und du mit B. Richtig? Ja! Ja! Die Hürde vom letzten Mal genommen. Da hab ich die letzten Nächte so schlecht geträumt von dieser Nacht, also von diesem Abend. Das gibt's gar nicht. Sicherheitsstufe auf 2000. Nee, lass mal. Gut, ja, noch alle vier Joker da. 2000 Euro Frage. Was? Das ist jetzt mal lustiger. Das ist mal lustiger Trennung. Ich kann lesen, das da. Hä? Madame Pipi. In Frankreich unter Bezeichnung Kindermädchen, Einwegwindel, Toilettenfrau, Bettfleisch. Also, das ist noch nie passiert. Es geht also darum, was Madame Pipi in Frankreich ist. Ja. Madame Pipi. Aha, ja gut. Interessanter Fehler, das habe ich noch nie so gesehen in meinem Spiel. Sonst irgendwie Formatierungsfehler.
Also liegt der Recherche daran, dass in ihre Buchstaben wieder irgendwelche Axons oder Anführungszeichen enthalten, die das ganze Ding komplett zerstören. Steht da hinten drunter. Da sehe ich ein war. Was war Madame Pippi? Nee. Ey, was? Irgendwas was summiert und fragt unter der Bezeichnung Madame Pippi. Was es ist. Nichtsdestotrotz. Ja. Hoffentlich liegt das nicht zu nah. Hast du schon geschrieben oder was? C oder was? Ja. Ah, der Chatbot geht mal wieder nett, weil mal F1, einmal connecten und ich sag, lock mal für dich C ein. Stimmt auch. Ja. Ich frage, was jetzt 7 oder 8? Die 7. Dem Fehler muss man auf den Grund gehen, das habe ich ja so noch nicht gesehen. Eigentlich ist da unten genug Platz für alle Zeichen, aber ich denke mal, das ist ein Formatierungsfehler mit den Anführungszeichen, was da schiefgelaufen ist. Sicherheitsstufe auf 4000? Nee. Gut. Doch nicht. Nächste Frage. Wo spielt die Handlung des Romans das Geisterhaus? Mexiko, Chile, Frankreich oder Schottland? Wie gesagt, wenn du in Discord bist, darfst du die Antwort noch gerne, wenn du herleiten willst, hier auswörtlich sagen. Nee. Nee? Hab reingeschrieben. Joker Nummer 2. Publikumsjoker. Also alle im Chat dürfen mitraten und wir stimmen einmal im Spiel auch ab. Wo spielt die Handlung des Romans das Geisterhaus? Ist es in Mexiko, in Chile, in Frankreich, in Schottland? Da Malte auch gerade im Discord ist, Malte, hast du denn eine Idee bei der Frage? Ja. Schottland. Ich würde D sagen, sagt Justin im Chat. Das Publikum sagt 66% Antwort B Chile. 24% sind für C Frankreich, 9% für D Schottland und 1% sagt Mexiko. Der Ace schreibt auch B in den Chat rein. Logs Antwort B ein. Chile? Richtige Antwort. Funktioniert der Chatbot gerade nicht? Nee, aber du kannst nur dann fallen, wenn W-Schreiben in der Joker deaktiviert wurde. Achso. Deswegen. Deswegen, aber sobald du Final in den Chat reinschreibst, muss ich es einloggen. Das ist meine Regel. Sicherheitsstufe auf 8000 Euro, Frage 9. 3 Joker verbleibend. Nee, noch nicht. Noch nicht, das okay. Frage 9. Welches Fußballer-Model-Pärchen findet man derzeit dauernd in den Klatsch-Magazinen? Philipp Lahm und Sarah Nuru, Mario Götze und Eva Pattberg, Sami Khedira und Lena Gerke oder Mesut Özil und Julia Stegner? Ich nehme an, die Frage ist schon bestimmt so, aber was jetzt, vielleicht ein, zwei Jahre alt. Und wir haben bis wohl geschlossen Antwort C. Was ist mit dir los? Das habe ich schon oft gehört. Hast du auch recht. Das ist obvious. Eieieiei. Sicherheitsstufe auf 16.000? Nee, noch nicht. Gut. Frage 10. Welches Auto kann in Deutschland derzeit auf keinen Fall mit einem H-Kennzeichen für Oldtimer zugelassen werden? Renault Twingo, VW Golf, Opel Corsa oder Ford Fiesta? Auf keinen Fall mit einem H-Kennzeichen für Oldtimer zugelassen werden. Na gut, interessant zu wissen wäre jetzt, wie alt diese Frage ist, denn ein Oldtimer ist mindestens 30 Jahre alt. Wenn die Frage jetzt vor 2002 ist, ist es anders, als wenn sie vor 2015 ist, ne? Weißt du was, Malte? Du kannst mal in die Datenbank gucken. Sonst kannst du dir schon okay. Überlegen. Alter, was ihm sagen dann? Was glaubst du vom Gefühl schon mal her? Ja, ich würde davon ausgehen, dass die Frage so aus den letzten 5-6 Jahren vielleicht ist. Wäre das 30 Jahren 80er so rum? Weiß ich nicht.
Auto der Vertreter gekauft. Golf ist schon sehr alt. 2014. 14. Hat er ja recht, in den letzten paar Jahren war es. Lasse Lehmann. Gewann 125.000 Euro. Zocker Special. Ah. Wusste, die Frage kommt immer bekannt vor, aber gut. Also wir reden von 1984. Ein Oldtimer ist mindestens 30 Jahre alt. Das heißt, wir suchen ein Auto, das erst nach 1984 auf dem Markt war. Mhm. VW Golf ist sehr alt. Ich glaube nicht der Opel Corsa auch. Also Golf und Corsa würde ich jetzt mal ausschließen. Deswegen, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht großes Pech habe. Willst du wieder riskieren? Ah ne, 50-50, gut. Kriegst du? Ich lasse jetzt A und D stehen. Twingo oder VW Golf? Also A oder B? Dann gehe ich jetzt das Risiko und nehme A. Renault Twingo für 16.000 Euro. Richtige Antwort. So, zwei Joker sind noch da. Telefon und fragen Moderator, also mich. Willst du deine Sicherheitsstufe auf 32.000 Euro setzen? Jetzt wird es langsam eng. Also sagen wir mal in letzter Folge auf 64.000. Ja. Ja, ich gehe noch ein kleines Risiko und setze sie noch nicht. Ach nicht, okay. Dann auch hier wieder großes Risiko. Wir sind immer noch quasi im Risikoformat, kann man sagen. Frage 11. Zwei Joker als Absicherung sind noch da. Zu welchem Marilyn Monroe-Film schrieb ihr Ehemann Arthur Miller das Drehbuch? Blondinen bevorzugt, manche mögen es heiß, Miss Fist oder Niagara? Scheiße. So viel zu keine Ahnung. Also hast du echt keine Ahnung, oder was? Doch. Jetzt auf einmal doch. Beziehungsweise, ich bin so zwischen zweien am Hin und Her und überleg grad, welches das war. €32.000 in Aussicht. Falsche Antwort: 15.500, die du verlieren könntest. Zwei Jokers noch da: Telefon und frag mich. So, ask the host, was richtig sein will. Es war entweder B oder C. Hätte man jetzt noch den 50-50? Ja, aber der hat mir eben schon gut geholfen. Da konnte ich auch zwei ausschließen. Ich erinnere mich, wie der Kandidat, das ist glaube ich schon anderthalb Jahrzehnte her, diese Frage falsch beantwortet hat, weil das Publikum ihm mit einer absoluten Mehrheit die falsche Antwort gegeben. Ja, dann geht sie kurz auch dabei. B oder C? Okay, Siko, scheiße. Manche mögen's heiß. In dem von unserem heißen Stuhl. Mal gucken, ob es ein bisschen heißer wird. Nach der Werbung verrate ich die Lösung davon. Zurück bei Wer wird Millionär? Mit Marvin, der gerade die 32.000 Euro Frage beantwortet hat, sich geweigert hat, bis jetzt eine Sicherheitsstufe zu setzen, hat noch Telefon-Joker und Moderatoren-Joker übrig gehabt, hat keinen genutzt auf die Frage, zu welchem Marilyn Monroe-Film schiebt ihr Ehemann Arthur Miller das Drehbuch? Blondinen bevorzugt, manche mögen Size, Miss Fists oder Niagara. Ah. Also Blondinen bevorzugt oder manche mögen Size? Was waren deine Antworten? B oder C oder was war es? Oder AC? B oder C, manche mögen Size oder Miss Fists. Mit der Aussage bist du schon mal richtig.
Mit manchen mögen es heiß, aber leider falsch. Es ist nämlich Miss Fist. Ah, scheiße. Ich wusste, ein von den beiden ist es. Deswegen sind es leider nur 500 Euro. Déjà vu. Aber heute bin ich wenigstens weitergekommen als vom letzten. Das ist wohl wahr. Dennoch, es lief besser als gedacht. Das war das letzte Mal zumindest. In diesem Sinne, danke fürs Mitspielen und die anderen 5 im Chat dürfen wieder aufreden. So, jetzt gibt's für die anderen verbliebenen 5 im Chat eine neue Auslaufgabe. Ihr wisst ja, wie es läuft. 3 kleine Fs und dann die Großbuchstaben, die Antwort. Denn eure Frage lautet wie folgt. Machen Sie Urlaub auf 5500 Quadratkilometer Indonesien? A, A, B, B, C, I, D, L. Komm rein. Und Zeit ist abgelaufen mit dem Chat. Richtig, wären Bali. B, A, D und C. Das sehe ich im Chat. Von 2 Leuten am schnellsten war allerdings der Glocken. M. Ja, Glocken, du bist auch wieder am Start und auch für dich gelten dieselben Regeln wie alle deine Vorgänger natürlich. 15 Fragen, 2 Sicherheitsstufen plus eine frei wählbare, 4 Joker, 50-50 Telefon, Publikum, Ask the Host. Und ja, mehr zu sagen gibt's eigentlich nicht. Viel Spaß und viel Glück beim Raten und wir starten in die 2. Runde von heute Abend bei Werbemillionär, das Twitch-Livestream-Special wie immer. Chat-Special, man weiß nicht, wie es heißt. Werden Dackel, Pinscher und Co. schläfrig, dann sind die Lampfromm, Wieselflink, Vogelfrei oder Hundemüde. Antwort D, Hundemüde, ist richtig. Man kann sich auch nochmal Chatbot reconnecten, F1. So, er ist wieder drin. Und 100 Euro. Welches Gericht verführt Kinder dazu, mit dem Essen zu spielen? Zahlensalat, Buchstabensuppe, Ziffernschnitzel oder Schriftpudding? A und B. Buchstabensuppe ist richtig. Und für 200 Euro möchte ich wissen, wer eine krankhafte Verhaltensweise überwunden hat, der ist seinen unbekümmert, ausgelassen, lebenslustig oder zwanglos. Antwort D, zwanglos, auch richtig. 200 Euro, wir gucken auf Frage 4 für 300. Darf man hier schreiben, was meinst du, die richtigen Antworten? Nein, das spielt ja nicht der Chat. Es gibt oben unter den Twitch-Chat-Räumen gibt's Live-Gameplay, da können diejenigen miteinander schreiben, die quasi Zuschauerkarten der Runde sind. Das liest er dann halt eben nicht, aber ja. Wasserdichte Oberbekleidung für Seeleute nennt man allgemein Benzinkram, Ölzeug, Petroleum, Geraffel oder Terpentingedöns. Und Ace will sich disconnecten. Mal gucken, was ist denn da los? Der müsste ja noch drin sitzen, trotzdem links. Welche Kamera ist das jetzt? Da klappt mal die 5er hier aus. Also Quatsch, nehmen wir mal hier. Ölzeug, Antwort B. Auch richtig.
Ansonsten, Ace, wenn du gehen willst, ist nicht schlimm. Du wirst ja quasi eh nicht damit spielen, deswegen macht es einen Unterschied. 500 Euro. Die Sicherheitsstufe Nummer 1. In etwas einweisen umschreibt man Neudeutsch auch mit Telegrammen, Briefen, Postkarten oder Paketen. Ach Ace, du musst Disconnect mit 2N schreiben. Du hast Disconnect falsch geschrieben. So, Antwort B. Briefen. 500 Euro geschafft. Falls Ace noch da sein sollte, er muss natürlich Disconnect mit 2N schreiben. Ansonsten, warte mal, übernehme ich mal gerade einen Chat kurz für ihn. Ist er draußen? Wunderbar. Gut, dass man übernehmen kann. Glocken, Frage: 1000 Euro Sicherheitsstufe, ja oder nein? Nein, war klar. Gut, Frage 6000 Euro. Vier Joker sind noch da. Zum Beitritt musst du Join eingeben. Laut griechischer Mythologie ist Arachne nachweislich eine bekloppte Spinnerin, Vollidiotin oder blöde Tussi. Schön. Die Frage ist mal schön. Antwort B, Spinnerin. Korrekt. Sicherheitsstufe auf 2000 Euro. Nein. Okay, 2000 Euro Frage kommt hier. In welcher Dynastie heiratete Arnold Schwarzenegger durch die Ehe mit Maria Schriever ein? Bush, Ewing, Rockefeller oder Kennedy? Das sind sie. Bush, Ewing, Rockefeller oder Kennedy? So rum, Ewing. Wie komme ich denn da drauf, zum Teufel? Das ist natürlich Ewing. Lifeline Nummer 2, also Telefonjoker. Okay, kriegst du natürlich gerne. Dann sag mir doch mal, welchen von den drei du haben willst. Nummer 3. Ich bin mir relativ sicher, was die Antwort angeht. Die richtige Antwort auf diese Frage muss D. Kennedy sein. Die anderen machen keinen Sinn. Ich bin mir zu 60% sicher. Hast du es gehört? Sehr sicher, Antwort D, 60% Kennedy. Antwort D, Kennedy eingeloggt. Korrekte Antwort. Sicherheitsstufe auf 4000 Euro. Dann kommt hier die 4000 Euro Frage. Welcher Bundeskanzler spielte ein Klavierkonzert von Johann Sebastian Bach als Schallplatte ein? Helmut Schmidt, Willy Brandt, Gerhard Schröder oder Helmut Kohl? Was ist Sicherheitsstufe?
Die Gewinnsumme im Gelb mit dem Weißen, wo du quasi, wenn du jetzt falsch antworten würdest, zurückfallen würdest. Da wir das 20th Anniversary Format spielen, kann quasi der Spieler bei der nächsten Frage entscheiden, willst du dieses Sicherheitsstufe ersetzen, ja oder nein? Also sprich, wenn ich jetzt sagen würde, er wurde jetzt bei 2000 Euro falsch, fliegt er zurück auf Frage 5, 500. Also alle Gewinnsummen, die weißen im Geldbaum. So, Glocken, was sagst du denn? Willst du einen Joker? Hast du eine Idee? 10 Jahre kein WM geguckt. Er macht ja nichts. Wir streamen übrigens, by the way, extra unter Science and Technology, denn das Projekt, das wir hier gerade streamen und Let's Playen auch für YouTube gerade, das ist von mir selbst in den letzten 2 Jahren entwickelt worden, auch größtenteils auf Twitch mit unter anderem im letzten Jahr. Ich glaube, wir haben knapp, was ist, ca. 70 Streams davon gehabt, wo wir es hier entwickelt haben. Und Glocken wir den Publikumsjoker, alle an die Knöpfe bitte, das ist doch mal eine Idee, also auch alle im Chat dürfen mit abstimmen. Welcher Bundeskanzler spielte ein Klavierkonzert von Johann Sebastian Bach als Schallplatte ein? Ist es A. Helmut Schmidt, B. Willy Brandt, ist es C. Gerhard Schröder oder ist es D. Helmut Kohl? Ihr im Chat dürft alle in den öffentlichen Raum gehen und eine Antwort abgeben ebenfalls. Also, und du auch. Also ich kenne nur einen witzigen Song von Gerhard Schröder und zwar den Steuersong. Kennst du den auch? Ja. 86% sind für Antwort A. Ich wollte schon sagen, ich hab gemeint, Steuersong. Hast du den gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Okay. Final Antwort A. Helmut Schmidt. 86% sind normalerweise richtig. In diesem Fall hier auch. Und da fiel der zweite Joker. Willst du deine Sicherheitsstufe auf 8000 Euro setzen, dann wären die mit einer richtigen Antwort sicher. Nein, alles klappt. Frage Nummer 9. Wer führte den sogenannten Ödipus-Komplex in die Psychoanalyse ein? War das Carl Gustav Jung? War das Alexander Fleming? War das Ivan Pavlov oder war das Sigmund Freud? Den Ödipus-Komplex. Ich hatte schon eine Idee, bevor es da stand. Steht ich auch. Frage ist nicht gerade nicht gerade fremd für uns. Nee, ich kenne die Frage nicht, aber ich hatte trotzdem nie. Ich kenne die Frage nicht. Die schon? Kennen sie. Nee. Okay. Sag. Lifeline vor, du willst also mich fragen. Natürlich, es ist natürlich für mich noch Druck groß, wenn ich das falsch antworten würde. Ja, du hast ich ja gerade verraten, dass du es wahrscheinlich weißt. Ja, mein Fehler. Deswegen, musst du auf die Klappe halten, Mann. Also, ich sehe natürlich keine richtige Antwort auf meinem Bildschirm, aber ich meine sehr sicher zu wissen, was es ist, denn ich meine zu wissen, dass der Ödipus-Komplex von Sigmund Freud eingeführt wurde damals. Ivan Pavlov, Alexander Fleming und Carl Gustav Jung würde ich ausschließen, also ich würde fast stark zu tendieren, dass es Antwort D. Sigmund Freud ist, weil ich habe es irgendwie schon mehrfach gehört und ich meine, ich bin mir auch relativ sicher, weil sagen wir mal so, jetzt wegen dem gewissen Druck, den ich hier gerade zu verlieren habe im Stream, sagen wir mal 80% wäre meine Antwort und das ist meine final answer. Ist ja, wird nicht falsch. Es war eine Ask the Host Question, deswegen ich sehe nicht, was die richtige Antwort ist. Computer, was war die richtige Antwort? Sigmund Freud. Ich bin erleichtert. Doch, meine Idee. Die Frage habe ich, glaube ich, schon mindestens 2 Mal gehabt und ich kenne sie auch immer von Religion. Das ist der einzige Scheiß, den ich merken konnte damals. Oh, das war damals Sigmund Freud, der war irgendwie in relativ vielen verwickelt. Ja. So. Frage 10. Sicherheitsstufe auf 16.000 Euro setzen. Weil waren nicht mal Psychodocs davon.
Was siehst du? Ja, bitte. Okay. Frage 10. 16.000 Euro ist gesetzt. Die richtige Antwort garantiert dir diesen Gewinn. Aber erst noch die Frage dafür. Die lautet nämlich wie folgt. Was ist zentraler Bestandteil des neuen Bestsellers von Stephen King? Kennedy-Attentat, Schlacht von Waterloo, Prager Fenstersturz oder Spartacus Aufstand? Ich nehme an, die Frage hat schon ein paar Jahre hinter sich, deswegen müsste es lösbar sein. ...50-50, bitteschön. Kennedy-Attentat oder Prager Fenstersturz? 50-50 Chance, du kannst 7.500 verlieren, du kannst aber verdoppeln auf 16.000, die sicher wären. Kein Joker mehr übrig. Ich weiß, was ich jetzt nehmen würde wahrscheinlich. Das Geld und weg nach Hause. Ja, das wahrscheinlich noch am ehesten, aber wenn ich noch was nehmen würde, wüsste ich glaube ich welche. Ja, nicht sagen. Nee. Frag dich gleich bei der Auflösung mal. Ich äußere mich erst, wenn Glocken. Muss eine stressige Situation sein. 7.500 zu verlieren, 8.000 zu gewinnen, 16.000 das Ganze, wenn es richtig ist und die werden auch sicher. 50-50 Chance. Ich setze alles auf eine Karte. Dachte ich schon fast, du hast mich lange gebraucht, das dachte ich mir fast. Checker! Und riskiere 7.500 Euro für welche Antwort? Antwort A. Arvin, was wäre deine Antwort gewesen, was du gesagt hast? C gesagt. Oh. Da haben wir einen interessanten Plot-Twist anscheinend. Wie der ausgehen wird, sehen wir nach einer kurzen Pause. Aber ich weiß es nicht genau. Also. Zurück zu Werbemillionär mit 16.000 Euro Frage für Glocken M. Was ist zentraler Bestandteil des neuen Bestsellers von Stephen King? Ist es das Kennedy-Attentat oder der Prager Fenstersturz? Nach Einsatz des 50-50 Jokers hat er sich für Antwort A, das Kennedy-Attentat inzwischen Marvel entschieden gehabt. Marvel hat gesagt gehabt, ja, es könnte C sein, der Prager Fenstersturz. Einer von euch beiden hat ja auch recht. Ja, das liegt nah. Wie gut, dass Marvel nicht spielt, denn Glocken hat recht. Ja, das sieht man ja mal im Moment. Okay. Richtig. Ja, ist gut, dass du nicht. So. In diesem Sinne, 16.000 sind sicher. Du hast es geschafft. Ab hier 5 Fragen bis zur Million. Kein Joker ist mehr übrig. Du kannst nichts verlieren. Deswegen, Freischussfrage: 32.000 Euro. Die erwartet dich hier. Womit soll sich in Zukunft Energie erzeugen lassen? Osmosekraftwerk, Glukosestaudamm, Symbiose Windrad oder Hypnose Kohle? Prager Fenstersturz ist doch eher unwahrscheinlich. King ist doch Amerikaner, die kennen doch keine europäische Geschichte. Hätte man so argumentieren können, theoretisch auch. Muss natürlich nichts heißen. Bei der Frage hier gibt's ein paar bescheuerte Antworten. Ein paar zu viele irgendwie. Stimmt, aber was du irgendwie geschrieben. Aber hier, das weiß ich nicht. Da eine Sache wahrscheinlich. Ja, aber unwahrscheinlich. Also Aussteig ist jetzt etwas lächerlich, richtig? Du hast 16.000 Euro sicher, du kannst nichts verlieren. Du hast keinen Joker mehr, aber hast eine Chance 1 zu 4 richtig zu raten, um für 32.000 Euro noch weiter zu spielen danach. Dann YOLO it. So sieht's aus.
wenn man ehrlich, die Antworten, das sind doch irgendwie alle so ein bisschen, die haben an sich was irgendwie so ein bisschen weird klingt. Manche hätten eine Vermutung, aber das wäre jetzt komplett blind geraten. Da an dieser Runde so wenig kam, Final A. Das Osmosekraftwerk. Ich hätte erst B oder C gesagt, aber auch. Ich hätte wahrscheinlich eher C gesagt gehabt, weil die anderen drei sind für mich irgendwie so ein bisschen schwachsinnig. Also D hätte ich wahrscheinlich noch ausgeschlossen, aber da. Aber wie gut, dass wir nicht spielen, denn er hat schon wieder recht. Heute ist echt nicht dein Tag. Nee, nicht unbedingt. Ich sollte es Weihnachten. Sollte einfach knapp halten. Sollte. Wir hätten wahrscheinlich. 32.000 Euro ab. Jetzt heißt es wieder ein bisschen was zu riskieren. Wir können verdoppeln oder halbieren. 64.000 Euro gibt's für diese Frage hier. Wie präsentierte sich Moderator Neil Patrick Harris bei der Oscarverleihung 2015 zeitweise auf der Bühne? Im Astronautenanzug, in Unterhose, in einem Kleid oder als Barack Obama? Das weiß ich, glaube ich. Ich nicht. Zu 98%. Oh. Das ist sehr gut. Für dich. Wenn das jetzt auch wieder falsch ist, dann wäre das ja echt arm. Das wäre echt bitter. Irgendwie alles ein bisschen was fragwürdiger an sich in der Frage hier. Also meine Rekordsumme wäre in diesem Moment erreicht. Richtig? Kann sein, weiß ich gar nicht. Man, du warst öfter als einmal dabei gewesen bis jetzt in vier Staffeln. Das ist jetzt schon die fünfte. Wisst ihr, ich versuche es jetzt mal. Dann? Das bin ich mal gut. Einen schönen guten Abend, Hallöchen Bero, wie geht's dir stets? Final B. Aber du sagst doch, du weißt die Antwort, wirst du es auflösen? Siehst du die richtige Antwort schon oder machst du jetzt irgendwie wieder Werbung? Nein, ich sehe die richtige Antwort, aber ich frag dich mal. Bin mir ziemlich sicher, dass der in einem Kleid war. In einem Kleid? Ich meine ja. Ich meine, der war in der Zeit. Also, was sagt deine Fachmeinung hierzu? Was ist deine Fachmeinung hierzu? Ich wäre auch für das Kleid. Das Kleid sagt dir was. Ich glaube, die Frage hatten Marvin und ich schon mal. Ja, es gibt wie er schon sagte. Richtige Antwort ist ein Kleidungsstück. In dem Fall nicht der Außenordnanzug, nicht Barack Obama, auch nicht das Kleid, das ist die Unterhose. Doch die Unterhose? Ja. Oh, warte. Zu Thema 98%, ich ziehe mich glaube ich jetzt wirklich mal ganz zurück. Mach mal. Google sagt was anderes. Was? Was? Google sagt was anderes? Jetzt bin ich immer gespannt. Gebt ihr 200 mal bei Google ein. Ich kann gerade nicht. Okay, ja, ich guck mal. Guck mal nebenbei danach. Ich gehe schon mal weiter mit dem Text. Ich guck mal, was Google sagt. Das war 2015, ne? Ja. Zu viel Delay? Ja, wir sind eh bald durch. Weil der Delay müsste im Stream so gerade um die 8 Sekunden liegen, wie normalerweise gewohnt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Frage 13, 125.000. Wo gewann der Ausnahmeturner Vitali Scherbo 6 Goldmedaillen? In Seoul 1988, in Barcelona 1992, in Atlanta 1996 oder in Sydney 2000? Und du hast gefunden? Ich guck gerade noch. Aber das Bild, das ich gesehen habe. Ja, doch, hier steht. Eigentlich war es gar nicht mehr nötig, dass Harris sich in Unterhosen präsentierte. Er stand auch so ziemlich bedröppelt da. Okay, dann scheint das doch richtig. Ja. Hier, Neil Patrick Harris in Unterhosen bei den Oscars 2015.
Ja gut, dann habe ich. Hast du falsch gehört? Hast du jetzt 3 Fragen in Reihe falsch beantwortet? Theoretisch. Ja. Und das mit 98%. Also bitterer geht's ja schon fast nicht, ne? Erst und zu dieser Runde schon mal. Frage 13: 125.000. 34.000 Euro hast du. 48.000 Euro stehen im Feuer, die verloren werden könnten. Ist noch nicht sicher. Aber die 16 dafür. Und er sagt, das ist eine gute Frage. Ich nehme an, im negativen Sinne von, er weiß es nicht. Richtig? Also damit ich meine eigene Situation jetzt nicht noch schlimmer mache, sage ich hier auch, ich weiß es nicht und werde auch keine Antwort äußern. Besser nicht. Kein Plan. Ja. Da höre ich wohl aussteigen raus. Aber ich glaube, ich hatte die Frage schon einmal. What? Was ist das für eine Nummer, das da? Langsam. Was langsam? Finde ich seine Herangehensweise von Frage zu Frage komischer. Nicht nur du. Marvin? Ja? Ich schick dir jetzt mal was in WhatsApp. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ihr mir schreiben wollt, aber gut. Ich bin wieder da. Hallöchen, Alex. Aber ich werde jetzt etwas tun, was noch keiner getan hat. Das klingt nach Aussteigen. Walk away. Dann machen wir das Ganze auch so und du gehst raus mit 64.000 Euro. Und wenn du hättest raten müssen und allem im Chat alle mal die Antwort reinschreiben, was glaubt ihr wäre richtig gewesen, Freunde? Was glaubt ihr? Seoul 88, Barcelona 92, Atlanta 96 und Sydney 2000, was glaubt ihr? Wir haben ein B, C, A noch nie gehört, ein D und ein B. Ich glaube B. Du hast B gesagt, du hättest B gesagt. Join for Alphas 2 getreten. Richtige Antwort wäre gewesen Barcelona 92. Das wäre tatsächlich richtig gewesen. Aber du hast 64.000 und damit auch einen neuen Highscore für dich. Das ist doch schon mal gut. So, und jetzt holen wir wieder ein bisschen Tempo auf, denn eine Chatrunde machen wir in jedem Fall noch für diese Folge. Und natürlich gibt es auch da wieder eine Auslaufaufgabe. Ihr wisst Bescheid, 3 kleine Fs, Leerzeichen und dann den Großbuchstaben, eure Reihenfolge der Buchstaben, und zwar für alle verbliebenen 5, die im Publikum noch sitzen. Das ist eure Frage. Bringen Sie die Vornamen des britischen Thronfolgers in die richtige Reihenfolge. Philip, Charles, Arthur, George. Zeit ist um, Chat hat noch 8 Sekunden mehr. Die waren auch noch drin, die waren auch drin. Und Zeit ist um. Richtig ist die Reihenfolge. Er heißt nämlich Charles, Philip, Arthur, George. B, A, C und D. Ah, lass dir einen an. Malte, was ist los mit dir? Das ist so einfach in die Kisten geschlagen. Ja. Viel Glück. Ja, ja. Ich bin ab jetzt. Ich bin ab jetzt. Ja, Marvin. Marvin ja. Ist raus. Marvin, halt deinen Mund. Ich wollte gerade sagen, ich gucke jetzt nur zu und werde für den Rest der Runde komplett mein Maul halten. Ich werd gar nichts sagen, bis die Runde vorbei ist. Ja, das ist nicht so eine 10-Minuten-Runde. Pass auf. Viel Glück, Malte. Ich bin ruhig.
für die ganze Runde ab jetzt. Versuch. Ich weiß auch genau, woher das kommt. Falsch. Achso, Marvin, wusstest du das eigentlich mit dem Salat da? Österreichisch? Dingsbums da? Er sagt gar nichts mehr. Ich würde einfach mal sagen, er ist zurückgezogen, in sich gekehrt. Wir machen einfach den Anfang. Karl Mays Helden, Old Shatterhand und Winnetou erleben ihre Abenteuer im Ollen Osten, Wilden Westen, Nüchternen Norden oder Sündigen Süden. Du kannst in den Chat reinschreiben, wenn du willst, oder sagen. Antwort B, Wilden Westen. Korrekt. Probier es drin, wir gehen auf 100. Will ich aus Ganda einen Staat in Afrika machen? Ah, haben wir die Afrika-Staatsfrage wieder. Muss da vorne noch ein? Titan, Platin, Wolfram, Uran. Bis ich da erst mal durchgeblickt hab, ey. Ah! Da muss noch ein U ran, richtig? Scheiße, was ist das für ein Scheiß? Wenn es 100-Euro-Frage. 200. Steht am regulären Ende eines Wettbewerbs kein Sieger fest, kommt es meist zum Hauen, Stechen, Schlagen oder Beißen? Antwort B, jawohl. Super. 300. Tief in den Dschungel verschlug es eine Handvoll Promis nach der Devise: Ich bin ein Star. Ich will nach Haus, holt mich hier raus, ich zieh mich aus oder mich hackt gleich drauf. Das ist geil. Das ist eine super Frage. Ah, ist das herrlich. Ich fand schon immer die Frage-Antwort-Auswahl der einfachen Fragen. Ich hab was reingeschrieben, aber... irgendwie... Ah, warte. Ja, jetzt. Holt mich hier raus, natürlich richtig. Guck mal, Bot Reconnect und so, was? Und, ups, er ist wieder drin, wunderbar. Und für dich gibt's die 500-Euro-Frage. Also noch alle Joker, alles klar. Geh mal hin. Was bedeutet signifikant? Da haben wir am Angebot bezeichnend, gesondert, unwichtig oder umstritten. Antwort A bezeichnend. 500 Euro geschafft. Sicherheitsstufe auf 1000? Ich nehme an, nein. Nein, oh Gott. Man will dich ja nicht unterschätzen hier. Oh. 1000. Wer präsentierte in den 70er Jahren im deutschen Fernsehen eine eigene Kindersendung? Hamster Augustus, Kaninchen Caligula, Eichhörnchen Nero oder Hase Cäsar? Hase Cäsar. Da hätte ich keine Ahnung gehabt. Ich hätte wahrscheinlich C gesagt, aber du hast recht mit dir. Ich war mal gut. Ich hab gespannt. Ach, das ist ja einer auf Marvin. Ja, ich bin besser da. Jetzt gibt mir bloß keine falschen Antworten. Oh. Sicherstufe auf 2000? Nein. Überraschend die Antwort. 2000. In welchem Grimmschen Märchen treibt eine mutmaßliche Kannibalin ihr Unwesen? Hänsel und Gretel, der gestiefelte Kater, der Froschkönig oder Frau Holle? Tippe auf römischen Kaiserherrscher. Die Namen sind ja klasse. Scheiße. In welchem Grimmschen Märchen treibt
Frau Hölle, Hölle, ja. Frau Hölle. Frau Holle? Nein. Der Froschkönig sage ich auch nicht. A oder B? Bleibt dir überlassen. Risiko. Für Hänsel und Gretel. Mutmaßliche Kannibalen. Gab's dort! Ja. Nö! Ist ja gut. Andere wollen auch noch dran. Das ist jetzt der letzte Run für diese Folge, für die Aufnahme schon mal. Wer bescherte Gilbert Bécaud seinen größten Hit in Deutschland? Juliette, Katharine, Emmanuel oder Nathalie? Von wem ist es? Sind sie, wie heißt das Ding? Publikum. Publikumsjoker. Okay, Chat, ihr dürft wieder mitraten. Wer bescherte Gilbert Bécaud, wie auch immer, seinen größten Hit in Deutschland? Juliette, Catherine, Katharine, sind es Catherine, Emmanuel oder Nathalie? Eure Antworten bitte in den Chat und im Podcast nachher in die Kommentare bei YouTube. Ein Ass, zwei Ass, da kommen noch ein paar mehr, glaube ich, habe ich das Gefühl. In-game sagen 61% Antwort D, Nathalie. Oh. Oh, 3 A's im Chat gegen 60% im Spiel. Hoho. Ist natürlich jetzt so interessant. Du sagst ja, D. Ja. Du sagst D. Ich vertraue deiner Programmierung mehr wie. Oha. Oh, jetzt hast du echt Feinde gemacht. Und wie Malte nach der Verarbeitung mit seinen Feinden aussieht, sehen wir nach der Werbepause. Die 4000 Euro Frage für Malte. Wer bescherte Gilbert Bécaud, was nicht wieder heißt, seinen größten Hit in Deutschland? Juliette, Catherine, Emmanuel oder Nathalie? Der Chat hat mit 3 Leuten gesagt, es ist Antwort A, das Publikum zu 61% Antwort D. Chat versus Spiel, das Spiel gewinnt natürlich. Unterkräfte voll an der Zuschauer. Nein, tue ich nicht, das Spiel hat ja recht gehabt. Sicherheitsstufe auf 8000, 3 Joker verbleibend. Nein. Nein. Okay, 50-50 Telefon, Moderatoren-Joker für 8000, kommt die Frage hier. Wer mit einem der mittlerweile knapp 70 sogenannten Dreamliner reist, der fährt mit dem Überlandbus, sitzt im Zug, schippert übers Meer oder fliegt, der Dreamliner. Oder anders gefragt, was macht der? Fahren, sitzen, schippern oder fliegen? Wenn der in dem Biss. Ein der. Ich meine, der fliegt. Der fliegt. Wohin fliegt denn dann? Auf den Schniss? Nee. Ja, willst du es nehmen oder nicht? Gute Frage. Nächste Frage. Marvin! Der sagt heute, glaube ich, nichts mehr. Kannst du vergessen. Okay. Das heißt hier natürlich. Final D. Ah. Du hast den Avatar für den Mod vergessen. Der kommt noch. Ich wollte einen anderen machen als die normalen Kandidaten. Und ich war noch nicht einig, welchen. Wir können mal wegen gleich nach der zweiten Runde hier designen. Abseits davon. Du hast eingeloggt Antwort D. Dreamliner, klingt nach einem Flugzeug, ist wahrscheinlich sogar einer, hast du recht.
Sicherheitsstufe auf 16.000. Drei Joker haben wir noch verbleibend. Noch ein. Alles klar. Frage. Welche Rezeptoren im menschlichen Auge sind auf das Farbsehen spezialisiert? Eine schöne Frage. Sind das die Stäbchen? Sind das die Stöckchen? Sind das die Zapfen? Oder sind das die Blüten? Eine schöne Frage, Data. Welche Rezeptoren im menschlichen Auge sind auf das Farbsehen spezialisiert? Also im Auge sind verschiedene Komponenten und die Frage ist, wer davon macht was? Sind sie, welcher von den Komponenten da macht eine Farb und so? Ich rufe jemanden an, aber nicht Marvin. Jetzt hör ich ihm aber einen rein. Die goldene 2? Natürlich, immer. Anders könnte ich ja gar nicht schon. Richtig. Meistern. Marvin sagt, ich bin mir relativ sicher, was die Antwort angeht. Die richtige Antwort auf diese Frage muss C. Zapfen sein. Die anderen machen keinen Sinn. Ich bin mir zu 67% sicher. Das ist doch mal eine gute Antwort. B? Nein, sehr sicher C. Gut, dann nicht. Achso, muss ich reinschreiben? Du kannst es auch sagen. C. Der Joker hat recht. Dann wird die erste Seite gut geworden. Danke dafür. So, wir sind bei Frage 11. 32.000. Willst du die Sicherheitsstufe setzen? Ja oder nein? Mit zwei Jokern 50-50 um Ask the Host. Ey, wie immer die Joker, ne? Ja. Das. Nein. Nein. Wann? 32.000. Was sind T-Hybriden? T-Hybriden, was sind das? Luftdruckzonen? Kulturrosen? Aromastoffe? Oder Einzeller? T-Hybriden. Sag's mir. Ich? Ohne 50-50 vorher. Ja. Achso, nicht dein erstes da. Na gut, wenn du so willst. Ja, gut. Ich sehe die richtige Antwort natürlich nicht auf meinem Bildschirm. Um mal ganz hart zu sein, ne? Ich kann eine Sache definitiv ausschließen. Darfst du gerne mit mir besprechen bis dahin. Also, meine Meinung zu der Frage. Keine Ahnung. Also, T-Hybriden, das könnte im Prinzip alles sein. Kulturrosen, das würde ich auch schließen schon mal. Luftdruckzonen, ja. Ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, es könnte Einzeller sein, aber ich habe ehrlich gesagt keine Herleitung, keine Ahnung, warum T-Hybriden. Hybrid ist ja immer irgendwas abgewandelt. Wissen Sie was, ne? Weißt du, was ich meine? Aromastoffe, warum soll es ein Hybrid davon geben? T-Hybriden. Vielleicht T-Gesatz. Vielleicht im Sinne von vielleicht einem Eistee, Geschmacksersatzstoff oder sowas, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, es ist vom Gefühl her Antwort C oder D, aber frag mich nicht, weil du hast nur schon mal ausgeschlossen davon. Ah. Gut, da sind wir schon einig. Also meine final Antwort ist, ich würde sie zu C oder D raten. Mehr gibt's ja auch nicht als Antwort, kann ich auch nicht sagen, keine Ahnung. Danke, dann machen wir noch. 50-50? Und jetzt nicht C und D wegfallen lassen. Oder die beiden stehen lassen, das wäre lustiger. 50-50, bitteschön. Ja, ich bin gerettet. A oder B? Ach, ne, ja, dann B. Was? A oder B? B, Kulturrosen, ja, nimmst du? A habe ich ja ausgeschlossen. Gut, auf der Logik nehmen wir das mal ein. Dann locken wir das mal ein. Hätte ich ja deinen Joker wieder nicht hier. Also, dich hätte ich ja gar nicht fragen brauchen. Hab ich dir auch gesagt. Ich hab schon zu Beginn der Aufnahme gesagt, das kann schief gehen, das kann gut gehen bei mir. Das weiß ich im Vorhinein auch selbst nicht bei den Fragen. So. T-Hybriden sind Kulturrosen. Das war so ein typischer Jeremy Clarkson, keine Ahnung. Wäre Marvin eigentlich mal so ein guter Berater? So, das stimmt wohl.
waren 30.000 geschafft. Sicherheitsstufe auf 64.000 setzen langsam mal. Ich meine, andere Wahl hast du fast nicht mehr. Du kannst natürlich auch bis oben Risikovariante durchspielen. Aber ich frage trotzdem mal der Frage noch nach. Nein. Echt nicht? Nein. Okay. Nein. Sicherheitsstufe weg. Ich habe so ein Gefühl, hier kommt jetzt was ganz Tolles. Was ganz Tolles? Ja. Dann drücke ich mal beide Daumen. Toi, toi, toi. Hier sieht man gerade an der Kamera. Toi, 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 ne? Und die 64.000-Euro-Frage lautet: Wer den John F. Kennedy International Airport in New York anfliegt, landet in Puerto Rico, in Jamaika, in Kuba oder in Haiti? Ist es was Gutes für dich oder ist es was Schlechtes? Na ja. Scheiße, hier könnte Sicherheitsstufe. Ich hab dich gefragt, du bist selbst dran schuld. Was? Ich hab dich bei jeder Frage gefragt, aber du bist selbst dran schuld, wenn du jetzt runterfällst. Ob Marvin das weiß. Die im Chat verstehen die Frage nicht. Hä, what? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Also, wer den John F. Kennedy International Airport in New York anfliegt, der landet in Puerto Rico, Jamaika, Kuba oder Haiti? Die Frage klingt ein bisschen verwirrend, das glaube ich euch auch. Ich wusste, was er ausschließen kann, aber gut. Das ist schon, die Frage ist echt mies. Ich meine, hey, diejenigen im Chat, die haben den Vorteil, die dürfen sich die Antworten sogar googeln, wenn sie es nicht spannend halten wollen für sich. Jamaika ist eingeloggt. Für 64.000 Euro. Vollkommen geraten. Für 64.000 Euro. Gibt's hier eine Werbepause? Wir sind bei mir da. Zurück bei Wer wird Millionär mit Malte, der ohne Sicherheitsstufe bei Frage 5 seine eigentliche nur hat und nach oben hin gerade alle Türen offen, dass noch die Rückfallstufe entsprechend hoch ist. 32.000 Euro hatte sicher, 40.000 Euro Frage war, wer den John F. Kennedy International Airport in New York anfliegt, landet in Puerto Rico, Jamaika, Kuba oder Haiti. Du hast alles auf eine Karte gesetzt, wir sind ins Risiko gegangen, ohne eine Sicherheitsstufe gesetzt zu haben bis jetzt überhaupt und sagst B, Jamaika. Woher kommt die Antwort bei dir? Geraten, vollkommen geraten. Vollkommen geraten. Also Antwort A habe ich geraten. Also Antwort A dachte ich, also Haiti oder Jamaika, dachte ich. Kann ich schon mal beruhigen, Haiti ist es schon mal nicht. Genauso wenig wie es auch Puerto Rico ist. Kuba oder Jamaika? Du hast leider recht. Leider. Zurück zur Konstellation der ersten Folge. Willst du die Sicherheitsstufe auf 125.000 setzen? Ja, will ich. Ist gesetzt. Ist gesetzt. Ich würde dir ausschließen, dass glaube ich eine Insel ist und von daher mit Person so nicht passt. Ja gut, wenn dann man weiß, dass es eine Jamaica Bay gibt, gibt dann ja dennoch genug Beschuldigungsfrage. Gucken 12 Leute zu? Ganze Zeit schon, ja. Hier haben wir gerade eine Erklärung im Chat. John F. Kennedy, International Airport, IATA, JFK, ICAO, KJFK. Referred to as JFK's International Airport, located in Jamaika, Queens, in the southeastern portion of New York City. It is about 12 miles southeast over of Lower Manhattan. Mit Link dazu, sogar Quelle. Also diejenigen, die es im Nachhinein im Podcast bisschen im VOD sehen wollen, hier oben ist im Chat Link drin, könnt ihr mal eintippen und nachgoogeln, wenn ihr es ebenfalls fragwürdig fandet. Was nicht fragwürdig sein sollte, ist die Tatsache, dass jetzt Frage 13 ansteht, schon wieder für dich. Schauen wir uns an. Zu welcher Organisation gehört die DAG Hamas Gyöld Bibliothek? Nein, nicht in Ernst. Doch. Nein. Zur UN, zur EU, zur IOC oder zur NATO?
Du sagst nicht im Ernst, aber ich habe die Befürchtung, dass du die Frage kennst. Ja. Willst du es sagen oder schreiben? Ich möchte jetzt von Marvin nur ein Ja oder ein Nein hören. Kann es sein, dass wir die vor kurzem erst irgendwann hatten? Überhaupt da? Oder ist er aus dem Fenster gesprungen? Bin ich sicher. Okay, anscheinend ist er nicht da. Aber ich würde glatt sagen, UN. Einloggen? Ach so. Ja, also kannst du schreiben oder was sagen? Ich würde nicht sagen, sondern du machst es. Ich mach das jetzt so da, so dingfest, so. Über die Sicherheitsstufe auf Frage 13. Schade, dass Marvin nichts gesagt hat, aber er hat ja von vornherein gesagt, er sagt. Was sagen alle anderen im Chat? Habt ihr eine Idee, wo es hingehen könnte? Dein Bot zählt die Spieler nicht richtig. Doch, es sind diejenigen im Publikum plus die bereits Gespielten, die hinterm Studio jetzt platziert wurden. Also diejenigen, die gespielt haben, die sind hinterm Publikum, also hinterm Studio nicht mehr sichtbar, aber die sind auch im Game drin quasi. Keinen Plan habt ihr gehabt. Ja, jetzt müssen wir es ja auflösen. Du bist dir sicher, dass es Antwort A ist, ne? Ja. Zu 98%. Dann darf ich mit verkünden, war schön mit dir gespielt zu haben. Es ist noch nicht aus, es ist richtig. Oha. Oha. So viel Risiko sieht man selten auf einem Haufen. So, du hast 32, 64 ohne Sicherheitsstufen gespielt, 125 gewusst und gesetzt und getroffen. Ich kann jetzt ja wieder so frei, also einen beantworte ich auf jeden Fall noch. Freischussfrage für 500.000 Euro. Hätte ich jetzt gesagt eben, nein, Sicherheitsstufe nicht, dann hätte ich sie definitiv jetzt nicht. Hätte sonst keinen Sinn mehr gemacht. Ich hätte nicht mehr ja, es kommt ungefähr hin, dass ich gleich einen Herzkasper kriege. Ich drehe gleich für mich am Rad. Ist doch nur ein Livestream mit 14 Zuschauern, plus die paar hundert, die nachher auf YouTube sehen werden. Die Zuschauer werden immer mehr, also ich muss noch zur Million fragen, dass wir 30 ja. Zuschauer haben. Richtig, wie der ersten Folge, waren die meisten im Stream dabei gewesen. 500.000 gibt's für diese Frage hier. Bitte eine Fremdfrage, die du nicht kennst. Bitte, was Schönes. Das Gute ist ja, ich höre die Frage erst und sehe sie dann, weil es kommt auf. Wer revolutionierte das Skispringen, indem er den V-Stil erfand? Espen Bredesen? Ole Gunnar Fjetjestøl? Rond Einar Elden? Oder Jan Bocklöf? Das sind ja alle schöne Namen, ne? Am nettesten hört hier der letzte an. Freischussfrage. Also, so wie ich dich kenne, müsst ihr wahrscheinlich wieder raten, sowieso, was die Sicherheitsstufe ist. Ja, ich nehme das netteste. Ich nehme das nicht. Wer schnauft da jetzt? Ich. Ach so. nach mir sieht die. Nach. Wie gut, dass ich das Geld nicht auszahlen muss. Das ist wieder richtig. Kann ich auch jetzt schon aufsteigen? Ohne die Frage zu singen. Du willst der erste Mal schaffen, dass er nicht mal eine Millionenfrage sehen will. Jetzt kommt der schwarze Einsatz. Tensing Norgay oder. Davon träumst du wohl. Sauerstoff oder. Ägäisches Meer oder. Wenn das jetzt kommt. Wenn das jetzt kommt, also die Chance ist. Kleines Pauling. Die Chance ist 8 zu, keine Ahnung, 2000 oder was, dass jetzt die Frage drankommt.
Dann komme ich nach Trier. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Wir haben Videobeweis hier, so. Oh, ist live. Wie viel sind's? 16, hallo? Frage kannst 15. Du so, kannst du noch so 5 Fragen oben ran machen dann? Leider, nein, die obere Grenze ist 16 Fragen, tatsächlich. Ja, dann machst du noch eine 16 dran, damit noch ein paar Zuschauer mehr. Ich wollte fast schon fragen, willst du es als die Schwellenstufe setzen? Aber die haben wir ja schon da gesetzt, so. Frage 15. Mit ganz viel Glück kriegst du die Frage jetzt, wie du willst. Ist Pech eine der anderen 1900 oder wie viele sind, keine Ahnung. Wir haben, um vorweg zu sagen, 80 haben Marvin und David und ich schon gespielt. Plus so viele liefen auf dem Fernsehen, glaube ich, 83, 84, wie auch immer. Frage 15 lautet... Oh, den Echo 1998 in der Rubrik Künstler des Jahres National erhielt Gitte, Vicky, Alice, Nana oder Poe. Für den Tinky Winky und die anderen aber. Ist es eine der Fragen, die du kennst? Nein. Juhu! Kommt so ein bisschen der Klugscheißer durch. Und eher eine Millionenfrage durch. Ich entscheide mich. Das Einzige, was lustig daran ist, ist, dass es für dich fast unberechenbar ist, dass du überhaupt jetzt aussteigen würdest, weil du 125.000 sicher hast. Also ich glaube nicht, dass du jetzt aussteigen würdest. Ich glaube, du lockst es 100% jetzt was ein. Um jetzt so ein bisschen als Klugscheißer durchzukommen, ne? Mhm. Kommt ja nicht so gut. Aber ich habe mich festgelegt. Und du sagst? Und ich sage, dass ich hier heute als Sieger rausgehen werde. Mit 500.000 Euro. Ich höre auf. Dann tun wir das und gratulieren zu einer 500.000 Euro, auch wenn es nur virtuell ist. Ich mache eine kurze Idee. Also, ich bin ja danach. So. Jetzt kommt's Spannende. Alle eure Antworten bitte in den Chat reinhauen und du sagst mir mal, was du genommen hättest. Ich? Ja. Sage. C. So, könnte Chat sagt A, C, B, B, D, B. Nana. Wir haben Chat jetzt bunter durch. Wir haben A, C, B, D, B. Also alle Buchstaben auch vertreten, haben wir mindestens einmal. So. Richtig gewesen wäre tatsächlich Nana D. Oh Gott. In diesem Sinne, es ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Und das soll es auch gewesen sein mit der zweiten Aufnahme. Wir haben natürlich wieder, wie immer, mal klar, ein bisschen Überlänge. Aber macht doch nichts. Das war eine super Sendung gewesen. Alle, die dabei waren, sehr vielen Dank fürs Mitspielen. Auch wenn Malte und Marvin wieder dabei waren und die Folge besetzt haben. Ja, was soll ich sagen? Das ist für die Adi Freitagsfolge. Es war mal spannend wieder, es war richtig schön. Und mal gucken, eventuell machen wir gleich das nächste Format im Chat noch oder ansonsten nehmen wir uns auf für das nächste Mal. Das war's für diese Folge. Super Gewinne, 500.000 war wieder dabei. Und Millionenfrage hin oder her, das kann noch getoppt werden. Von wem? Sehen wir mal demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen und kommt auf Discord, kommt auf Twitch, Mittwochabend, Samstagabend, haut rein und tschüss.